Und wenn man den Koran liest, fast jeder Prophet und Gesandte des Allmächtigen Gottes hat diesen Satz wiederholt. Wir wollen von euch keinen Lohn haben. Wir wollen von euch keinen Lohn haben. Wir wollen von euch kein Geld haben. Unser Lohn ist nur bei Allah. Und das ist die Wahrhaftigkeit in der Dauer. Weil wenn die Menschen merken, dass du deren Geld willst, die haben genügend an Versicherungsmakler und Betrüger und Menschen, die Kirchensteuer abzocken. وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Er sagte, und warum sollte ich nicht dem dienen, der mich erschaffen hat und zu dem ihr zurückgebracht werdet? Warum soll ich nicht Allah dienen, der mich erschaffen hat? إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. Ich glaube an euren Herrn. Er sagt jetzt zu den drei Gesandten oder drei Propheten und verkündet seine Annahme, Allahs Botschaft in der Öffentlichkeit, und sagt, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ich glaube an euren Herrn, darum hört mich an. Er hat das richtig in der Öffentlichkeit verkündet und sagte, ich glaube an euren Herrn, ich glaube an Allah. Was haben die Menschen, die Bewohner dieser Stadt mit Habib al-Najjar gemacht, der von einer weiten Entfernung gekommen ist und sofort seine Annahme des Islam verkündet hat? Was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn mit ihren Füßen getrampelt, so dass sein Innereien aus seinem After rausgekommen sind. So brutal waren die Menschen. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Allah hat ihn direkt ins Paradies geschickt. Direkt. Sein Volk haben sie getrampelt und getötet, weil er den Islam angenommen hat, weil er an die Gesandten des Allmächtigen Gottes geglaubt hat und in der Öffentlichkeit das verkündet hat. Die haben ihn getötet und Allah hat ihn direkt belohnt. Tod direkt ins Paradies. Ohne jegliche Befragung. Das ist der Lohn für einen stolzen Muslim, für einen wahrhaftigen Muslim, der nur Allah fürchtet und die Belohnung von Allah wünscht. Da wurde zu ihm gesprochen, geh ins Paradies ein. Er sagte, oh, wenn doch meine Leute wüssten. Und als Allah ihn ins Paradies geschickt hat, sagt er, er denkt an sein Volk. Sie haben ihn ermordet, sie haben ihn getötet. Und er denkt an seinem Volk, er ist barmherzig. Und das sind die Eigenschaften von einem Muslim. Das sind die Eigenschaften von einem wahren Muslim. Ein wahrer Muslim liebt nur das Beste für die Menschen. Auch wenn die Kuffar sind. Er liebt für sie das Beste, und das Beste ist der Islam. Und wünscht sich immer, dass diese Menschen den Islam annehmen. Und wünscht immer für diese Menschen die Richtleitung Allahs. Und er sagte, oh, wenn doch mein Volk, meine Leute wüssten, was Allah für einen Lohn für die Menschen vorbereitet hat, die an seine Botschaft glauben und ihm dienen und ihn verehren und dankbar sind ihm gegenüber. Bima ghafara li rabbi wa ja'alni min al-mukramin. Wie mein Herr mir vergeben und
mich zu einem der Geehrten gemacht hat. Allah hat ihn geehrt. Sie haben ihn getötet und Allah hat ihn geehrt. Direkt vom Tod ins Paradies. Jetzt kommt die Strafe Allahs auf diese Menschen. Allah hat Jibril a.s. zu dieser Stadt geschickt und Jibril a.s. hat nur einen Schrei gemacht. Und durch diesen Schrei ist das Blut in ihren Adern stehen geblieben und wurden alle vernichtet. Jetzt, Allah sagt im Koran, danach, und nach ihm sandten wir gegen seine Leute keinen Herr vom Himmel herab, noch pflegten wir eins zu senden. In kanat illa sayhatan wahida, fa idha hum khamidun. Es war nur ein einziger Schrei. Nur ein einziger Schrei. Und siehe, sie lagen regellos da. Alle vernichtet. Das ist die Strafe für die Menschen, die Allahs Botschaft leugnen und nicht bereit sind, die Wahrheit zu folgen. Ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wehe über die Menschen, das sagt Allah jetzt danach, nach dieser Geschichte. Wehe über die Menschen, kein Gesandter kommt zu ihnen, den sie nicht verspotteten. Das ist der Mensch. Immer wenn Allah Gesandte zu den Menschen geschickt hat, sie haben diese Gesandte gespottet oder verspottet. Ich habe diese Geschichte extra erwähnt, weil einige Christen dadurch, durch diese Sura behaupten, Astaghfirullah al-Azim, dass Isa Gott wäre. Und dass Isa a.s., Jesus, derjenige, der diese drei Gesandte zu Antakya geschickt hätte. Erstens, das ist nicht Antakya. Weil Allah uns im Koran berichtet, dass Allah die Menschen dort komplett vernichtet hat. Und in Antakya haben die Leute alle an den Prophet Isa a.s. geglaubt. Das ist nur die Antwort auf die Fantasie einiger Christen. Die haben schon sogar ein Video gemacht, in dem sie gesagt haben, sogar steht im Koran ein Beweis, dass Jesus Gott wäre, Astaghfirullah al-Azim. Und sie bringen diese Geschichte als Beweis dafür, indem sie sagen, derjenige, der diese drei Gesandte entsandt hat zu Antakya, ist Jesus. Also das heißt, Jesus ist Gott, Astaghfirullah al-Azim. Erstens, das ist nicht Antakya. Zweitens, die Gelehrten des Islam sagen, diese Geschichte ereignete sich in der Zeit zwischen Musa a.s. und Uzair. Hat nicht mit Jesus zu tun, diese Geschichte.